Guten Morgen, heute ist der 6. März und meine Erkältung ist wieder voll zurück. Seit gestern am späten Nachmittag müssen sie wiederkommen. Eigentlich wollte ich heute zum Bottle Beach fahren, das ist eine der schönsten Strände hier, aber das werde ich sausen lassen, wenn ich sowieso nicht ins Wasser gehen kann. Was werde ich dann heute machen? Ich glaube, so einen chinesischen Tempel anschauen und dann noch vielleicht zum Wasserfall hinfahren, da wo fast kein Wasser drin ist, aber reingehen werde ich nicht. Und jetzt haben wir noch was zum Frühstücken, kauft ein bisschen und esst es hier am Strand und dann geht es dann später in ein paar Minuten los. Am chinesischen Tempel. Viel los ist hier nicht. Da soll es noch einen schönen Aussichtspunkt geben. Den schauen wir noch an. Und dann haben wir noch einen Blick auf den höchsten Berg hier auf Koh Phangan. Der muss irgendwo da hinten sein. Sieht man jetzt nicht. Und dann werde ich zum Wasserfall fahren. Ich gebe es ja zu, der Aussichtspunkt hier ist ein klein wenig zugewachsen. Dort oben ist so ein Felsen mit chinesischen Schriftzeichen. Ich weiß nicht, ob man sieht im Video. Ich blende mal gleich das Foto ein. Da führt, glaube ich, ein Weg hinauf. Ich schaue mir mal genauer an. Der Weg ging jetzt ungefähr 30 Meter und dann war Ende vom Gelände. Es geht dann wieder zurück. Erwartet, fließt nicht viel Wasser den Wasserfall hinunter. Jetzt gehe ich so weit rauf, so weit es geht, und dann mache ich eine kleine Pause. Wow, ist das schön hier. Das ist das Ende vom Wasserfall. Da oben geht es weiter. Schön. Wieder mal für mich alleine, geil. Ja! Was habe ich vorhin noch gesagt? Ich gehe nicht ins Wasser rein, aber scheiß auf die Erkältung. Aber es sind nur 5 Minuten, sind, ich gehe da rein. Ich muss hier einfach rein. Oh, ist so wunderschön. Paradise Waterfall. Ja, wirklich ein kleines Paradies. Der Name verspricht nicht so viel.
So sieht das kleine Becken von oben aus. Und jetzt gehe ich noch eine Stufe höher. Aber dann geht es wirklich nicht mehr weiter. Das ist jetzt das Ende vom Wasserfall. Weiter geht es jetzt nicht mehr. Hier hat man ein kleines Becken, da könnte man baden. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ein Becken. Aber da gehe ich jetzt nicht durch, weil da sind lauter Spinnenweben. Wer weiß, was dann für Taranteln da rauskommen. Ah, wieder einmal wunderschön. Ja. Und hier bin ich wieder ganz allein. Also der Ausflug hierher hat sich wirklich gelohnt, würde jederzeit wieder machen. Richtig schön. Also wenn ihr mal auf Koh Phangan seid, dann geht es dort unbedingt hin zum Paradise-Wasserfall. Aber dann bis zum Ende. Also erwartet habe ich ja nicht viel, weil Trockenzeit ist, aber da hinten ist wirklich super, super geil. Das, sagen wir mal, wenn jetzt Regenzeit ist, dann kann man zwar nicht bis zum Ende gehen, aber rentiert sich auf alle Fälle. Ob es Trocken- oder Regenzeit, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, meine Erwartungen wurden total übertroffen. Boah, super. Und wie gesagt, es ist hier total so gut wie nichts los. Am Anfang sind ein paar Leute an dem Becken, dann verteilt sie es und zum Schluss war jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden, war die ganze Zeit alleine. Das ist richtig toll, da kann man wirklich alles so schön genießen, schöne Fotos machen. Genau so, wie ich es will. Ja, und jetzt auf dem Hinunterweg könnte man nochmal da in so Becken reingehen, aber muss es nicht sein, ich habe genug. Ich hoffe bloß, dass ich es nicht morgen bereue wegen meiner Erkältung. Förderlich war es bestimmt nicht zur Heilung, weil es war ein bisschen frisches Wasser. Das ist jetzt das untere Ende vom Wasserfall. Jetzt schwingen wir wieder auf den Roller und dann ist wieder Zeit zum Essen. Essen ist immer gut zum Trinken. Gerade bei der thailändischen Küche. Ich war jetzt nur beim Essen. Damit beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Also dann, ciao.